Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ihr habt ja jetzt in den letzten Wochen leider keine Updates gehabt. Das hatte primär damit zu tun, dass ich zunächst mal ein bisschen spielen musste, um den ein oder anderen Inhalt freizuschalten, beziehungsweise halt einige EP zu sammeln, um dann in naher Zukunft für die künftigen Let's Plays euch Neuigkeiten vorzustellen. Wir befinden uns jetzt seit kurzer Zeit im Bauer-Update. Dieses Update bietet einige Neuerungen. So stehen euch zwei neue Fahrzeuge, einmal auf deutscher, einmal auf amerikanischer Seite, zur Verfügung. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen und es gibt natürlich auch wieder zahlreiche Änderungen im Gameplay sowie in den Waffen und auch einige Bugs wurden behoben. Im vorigen Adams Update wurden euch ja schon neue Fahrzeuge präsentiert. Die werde ich euch auch demnächst mal zeigen, wenn ich sie freigespielt habe. Da haben wir hier auf deutscher Seite, ihr seht, mit Rang 11 Chauffeur wird das Ganze freigeschaltet. Ich brauche also hier noch leider noch eine Weile. Haben wir das Sonderkraftfahrzeug 7-1. Es handelt sich hierbei um ein Halbkettenfahrzeug mit aufmontiertem Flak-Vierling. 20 mm. Primär damals natürlich zur Luftabwehr eingesetzt, aber auch sehr effektiv gegen Infanterie bzw. Leichte Fahrzeuge wie dem Willis. Ja, das war also das erste Update mit einer Kette neuer Flugabwehrfahrzeuge. Hier allerdings halt noch frühere Versionen, denn später wurden ja durchaus auch Flakpanzer eingesetzt, wie den Ostwind und ähnliches, die dann zusätzlich noch eine Panzerung hatten und natürlich die Flakbesatzung besser schützten. Das auf deutscher Seite, auf amerikanischer Seite gibt es ebenfalls ein Fahrzeug, das M oder den M16, auch hier ein Half-Track. Ihr seht auch mit Rang 11 freigeschaltet, da arbeite ich halt auch noch dran. Hier auch Flak-Vierling und wir haben jetzt hier vier Kaliber 50 MGs an Bord, wie ihr sie auch auf dem Willis habt. Auch primär zur Flugabwehr, allerdings ebenso gut effektiv gegen Infanterieeinheiten. Hier haben wir dann schon eine etwas bessere Panzerung, sodass die Flakbesatzung hier ein wenig besser geschützt ist. Und zu guter Letzt muss ich euch dann ja auch noch die russische Seite präsentieren. Da haben wir den hier. Hier haben wir den Gus AAA M4 Maxim. Ihr seht so einen Lastkraftwagen mit aufmontiertem M4 Quad Luftabwehrgeschütz. Und genau hier ebenso gut einsetzbar auch gegen Infanterie und tieffliegende Flugzeuge. Ja, okay. Also, das gab es im Adams Update. Ich werde euch da früher oder später halt auch noch was zu zeigen. Muss aber, wie ihr gesehen habt, noch ein bisschen freischalten. Kommen wir nun zu den Bauer Update Fahrzeugen, die euch jetzt künftig zur Verfügung stehen.
Mit Rang 11 als Fahrer habt ihr auf amerikanischer Seite das M29 Weasel. Das ist ein Kettenfahrzeug, das ursprünglich für den Norwegen-Feldzug konzipiert wurde und auch bis in die 50er, 60er Jahre noch Zivilverwendung fand für Arktik-Expeditionen und ähnliches. Und die Norweger hatten auch viele Fahrzeuge davon gekauft. Es handelt sich um ein ungepanzertes Transportfahrzeug. Und ja, wie ihr seht, Kette, also sehr gut geländetauglich. Der Vorteil, den ihr hier habt, ist, ihr könnt bis zu zwei Kisten, wenn ich das richtig gelesen habe, transportieren, also zwei Unterstützungskisten. Das ist relativ praktisch, da ihr hier dann die Möglichkeit habt, beispielsweise Munition und Verbandskästen oder Munition und Panzerabwehrwaffen zu transportieren. Gut, wird auch hier mit Rang 11 dann freigeschaltet. Auf deutscher Seite gibt es einen neuen Kampfpanzer, den ich euch heute in dieser Folge präsentieren werde. Dazu müssen wir erstmal auf die Panzerbesatzung gehen, nämlich den Panzerkampfwagen Panther Ausführung G. Den seht ihr hier. Den habe ich jetzt gestern freigespielt, dank einiger Ribbons, die ich mir hier von den Credits zugelegt habe, gab es dann entsprechend viel Erfahrung. Hab den gestern freigespielt und werde ihn euch heute im Kampf, hoffe ich, vorstellen. 80 mm starke abgeschrägte Panzerung. Wir haben ein 75 mm KWK 42, Länge 70 Geschütz. Dann für den Fahrer 7,92 mm MG34 und für den Unterstützungsschützen hier vorne in der Wanne auch nochmal ein 7,92 MG34. Nur mal zum Vergleich mit dem Panzerkampfwagen 4 Ausführung H, den ihr ja hier habt. Dieser verfügt auch über eine 75 mm KWK 40 mit dem kürzeren Rohr, 48er Rohr. Hier haben wir dann einen 70er und die KWK 42. Also effektiver. Auf jeden Fall. Wie sich das Ganze dann im Kampf darstellen wird, dazu kommen wir noch. Kurz zum Vergleich, die Munition. Der Panzer 4 hatte noch die 75 mm Panzergranate 39, dann die Panzergranate 40 sowie die Sprengpatrone bzw. Sprenggranatpatrone 34. Mit der Standard-panzerbrechenden Munition der Panzergranate 39, 36 mm starke Panzerung auf einer Distanz von 100 Meter Durchdringung, und hier haben wir dann mit der Hartkerngranate haben wir dann schon 99 mm. High Explosive, klar gegen Infanterie einsetzbar wegen der Splitterwirkung. Jetzt zum Vergleich den Panther. Da haben wir im Moment nur, weil, wie gesagt, gestern zugelegt, die Panzergranate 39-42. Ihr seht, die ist wesentlich effektiver. Ihr habt 138 mm auf einer Distanz von 100 Metern. Das heißt, ihr könnt sehr effektiv auch den T-34-85 zerlegen. Mit der schwachen Granate, die Panzergranate 40-42 als Hartkerngeschoss durchdringt dann sogar 194 mm Stahl. High Explosive auch entsprechend wieder gegen Infanterie einsetzbar, ab Rang 9 freigeschaltet, die Hartkern ab Rang 5, also wir müssen ein bisschen spielen.
um das zur Verfügung zu haben. Hier ab Rang 1 Munitionsnachschub, ab Rang 8 Panzerabwehr und ab Rang 4 Sanitätsnachschub. Das wird also auch alles freigespielt. So, damit wir auch sicher gehen können, dass wir den Panther bekommen, werde ich alle anderen Fahrzeuge mal rausnehmen. Okay, jetzt haben wir nur den Panther drin. Auf in den Kampf. Und dann schauen wir mal. 11 Sekunden, sagt er an. Noch einige Anmerkungen. Es ist auch in der Geschwindigkeit der panzerbrechenden Munition bei den Panzern ein bisschen was geändert worden. Vor allem wurde die Geschwindigkeit verringert und einige Änderungen in der Durchdringung. Tätigt. So, okay, wir sind im Spiel. Starten mal bei O3. Gucken, ob das eine gute Idee war oder nicht. Es gibt einen Hellcat offensichtlich. Okay, schauen wir uns den kurz von außen an. Also typische Pantherform, leider mit dem Industriegrau oder Werksgrau ausgeliefert. Ich hoffe, dass auch für die mittleren und schweren Panzer bald mal was Neues rauskommt. Ihr seht hier die Zieleinstellung ein bisschen geändert, MG 8,8 cm Markierung. Schauen wir mal, wie wir uns hier durchmanövrieren können. Das wird vielleicht etwas schwieriger, weil nicht sehr viel Platz zur Verfügung steht. Okay. Gut, also im Moment verfügen wir leider nur über die panzerbrechende Munition und das MG. Also schauen wir mal, wie gut wir damit zurande kommen. Lassen sich hier gerade zerlegen. Wir sollten eigentlich mal bei O1 rein. Ich komme jetzt hier natürlich auch nicht weiter. Solange die mir den Weg verbauen. Okay, da haben wir einen. Sollte ich mal irgendwie von dieser Brücke runter. Ganz beschissene Position hier. Die haben mich auch fast zerlegt. Okay, mit der Bazooka. Ich schau gerade mal, das ist aber glaube ich auch der einzige Übergang, ne? Ja, es gibt übrigens auch neue Karten und einige Änderungen in den Maps, die ich ganz nett finde, was so Details angeht.
So, wir schauen mal gerade ganz kurz. Aber das ist halt tatsächlich der... Ah ne, nicht ganz der einzige Übergang. Da gibt es auch noch eine Möglichkeit. Dann eben nicht über die Brücke rüber. So, schauen wir mal, ob wir hier durchkommen irgendwie. Ah, der Sound hört sich auch ganz nett an. Beim Laden. Wurde wohl gesprengt. Shit. Ja, die reisen hier viel mit Bazookas rum. Okay, schauen wir mal, ob wir hier über den Süden rankommen. Wichtig ist halt, ihr müsst am Anfang, wenn ihr einen neuen Panzer habt, schnell versuchen, möglichst viele EPs zu erhaschen. Damit ihr einfach mal die entsprechende Munition freigeschaltet kriegt. Hier gerade irgendwie ein Armee-Fahrzeug gesehen. Okay. Dauert natürlich auch immer seine Zeit, bis sich so ein Turm dreht. So, dann schauen wir mal. Wow. Minen. Dann irgendwie hier lang fahren. Also auch eine ganz nette Sicht. Okay, jetzt sind wir hier an der Brücke. Gleich rein in den Wald. Müssen noch ein
bisschen nach Süden. Beziehungsweise kann ich eigentlich mal schauen, ob man hier von der Spitze aus eine gute Sicht hat, um zumindest mit dem Panzer zu unterstützen. Ah, da kommen wir aber nicht rüber. Scheint das tatsächlich der einzige Weg zu sein. Gesehen hat er mich nicht. Und das Shepard gut. Scheint aber
Da kommt was an. Oh, okay, jetzt haben sie mich doch. So, ich habe leider keinen Schraubenschlüssel dabei. Ist natürlich jetzt hier etwas Problematisches. Okay, und mit der ST ausgeschaltet. Da ist nichts. Was? So, dann wollen wir mal ein bisschen vor. Wow. Es ist natürlich dämlich, wenn du hier auf der Brücke festsitzt.
Der Nachteil ist natürlich, wenn man zu viele Panzerkräfte hat, dass es keine Infanterie mehr gibt, die einen beschützt. Ich werde dann mal schauen, vielleicht beim nächsten Mal, wo bei 24 Panzer gibt es noch. Ich hoffe, wir haben jetzt bald gewonnen. Sonst hätte ich mal auf Infanterie oder ähnliches umgeswitcht. O1. Ersten gehen auf feindlicher Seite. Setzte er sich hier vor mich, naja. Okay, Panda-Spezialist 2 haben wir erreicht. Ja, Panzerfäuste. Und ein Easy 8. Da hinten war das doch ein Panzer. Okay. Gut, das Spiel ist damit vorbei. Aber ganz nett. Okay, wir haben wieder Panzerangriff, Panzerschaden. Verteidigung, Panzerfahrer, haben wir wieder ein paar Auszeichnungen verdient. Nachschubkiste wurde freigeschaltet.
Okay, Munition muss ich mir nochmal angucken. Achso, das ist mit Panzerspezialist Rang 5 war das. Okay, ja, so viel erstmal zum neuen Panzerkampfwagen Panther Ausführung G. Ihr habt gesehen, er hat ein ordentliches Geschütz, kann feindliche Panzer richtig zerlegen, förmlich. Ist recht gut gepanzert, gut gegen Panzerfäuste und Easy Aid und ähnliches natürlich auch. Nur begrenzt tauglich, aber das gilt ja letzten Endes für alle Panzer in dem Spiel. Was positiv hervorzuheben ist, ihr habt eine relativ hohe Geschwindigkeit noch mit dem Panther bei wirklich einem mächtigen Geschütz und einer relativ starken Panzerung. Ja, ich hoffe, euch hat dieser erste kleine Eindruck gefallen. Wenn ich denn die anderen Inhalte freigespielt habe, werde ich euch entsprechend auch noch den Weasel vorstellen, beziehungsweise dann auch die Flakpanzer. Da dauert es nur leider noch ein bisschen. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschalten und ich freue mich dann aufs nächste Mal.